Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hatte eins, hoffe ich. Ist noch vor dem Wochenende diese Aufnahmesession, daher kann ich das natürlich noch nicht sagen. Aber ich gehe davon aus, wir sind auf vier Feldern am Ernten mit vier Mähdreschern, mit vier Abfahrern. Wir sind auf einem Feld schon am Strohpressen und wir haben eigentlich mehr Probleme hier mit Cosplay, als wir ohne Cosplay hätten. Ich will mal eben gucken, wo mein... Da steht er und da ist auch noch die Ultima dran. Sehr schön. Dann fahren wir den mal eben zur Seite, weil ich will hier gleich mal die Ultima abholen. Und will schon auf dem nächsten Feld gleich anfangen, Ballen zu pressen. So, dafür holen wir uns jetzt mal ein Fahrzeug hier runter, was pressen kann. Und zwar den hier. Vielleicht ein bisschen oversized, aber hey, was soll's. Mut zur Lücke, sag ich da nur. Mut zur Lücke. Brauche ja nicht noch einen Traktor kaufen, wenn ich noch einen hier stehen habe. Hätte ja auch noch zwei MB-Trucks rumstehen. Hätte ich ja auch nehmen können, aber habe ich nicht. Nein, der Xerion kann ja auch mal was Sinnvolles tun. Naja, auf jeden Fall. Und damit holen wir uns jetzt mal die Ultima und dann fangen wir an zu pressen. Ups, man sollte auch auf die Straße gucken. Wenn man denn fährt. Ja, ich habe ja auch noch eine Ultima gekauft. Das heißt ja mit zwei Krone Ultimas. Ich habe mir meinen ersten Case-Traktor gekauft. Den will ich dann zusammen mit der Ultima hier unten am Rinderhof stationieren. Dass ich hier einen Traktor habe, der ein bisschen hier Arbeit verrichten kann. Da wird es dann sicherlich noch hier und da noch einen Anhänger zu geben. Und vielleicht gibt es hier unten noch eine eigene Sämaschine und so. Aber dass ich hier unten so ein bisschen autark arbeiten kann. Vielleicht lasse ich auch einen von den Dreschern hier. Vielleicht kaufe ich auch einfach noch einen Drescher zusätzlich. Aber so scheiße wie Cosplay im Moment ist, macht das auch dann keine Laune, ne? Ja, aber das wird ja hoffentlich nicht so bleiben. So. Da sind wir. Unser Ballenlager ist hier. Ja, Freitag, also letzten Freitag habe ich ja ein kleines Tipps und Tricks Video veröffentlicht, wie man sich das Ballenlager ein bisschen umbauen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wenn ja, hoffe ich, dass es euch gefallen und vor allem geholfen hat. Und wenn nicht, guckt es euch an, wenn ihr Interesse habt. Wenn ihr wissen wollt, wie man die Kapazität erhöht. Ich habe mein Ballenlager hier noch ein bisschen weitergehend umgebaut als in dem Video. Also ich habe zum Beispiel, ich kann nur noch zwei verschiedene Ballensorten hier lagern. Ich kann nur Silageballen und Grasballen lagern.
Ja, dafür von jedem 1000 Stück. Ja, habe ich einen Fehler gemacht. In dem Tipps und Tricks Video habe ich euch auch gesagt, ihr sollt das nicht auf 1000 setzen, sondern nur auf 999. Warum? Weil die Anzeigen da drin für die Menge der Ballen nur dreistellig sind. Ja, 1000 kann er nicht anzeigen, 999 kann er noch anzeigen. Aber, hey, das sind Kleinigkeiten. Ich weiß das, ich komme damit klar und im Tipps und Tricks Video habe ich darauf hingewiesen. Und dann kommt ihr damit auch klar, denke ich mal. So, ich könnte ja auch schon hier unten anfangen zu pressen. Zu pressen. Mache ich aber nicht. Mache ich nicht. Ich werde jetzt mal hochfahren Richtung Feld, weiß ich nicht. 8, 9, so in den Dreh. Und werde dann da anfangen zu pressen. Einfach, dass wir hier nicht so viel Zeit verlieren. Ja, ja, ja. Guckt, da vorne fährt der Case mit der Ultima. Boah, der hat das Feld dann auch schnell abgearbeitet. Nicht schön abgearbeitet, aber ja, schnell. Allerdings mit einigen Problemchen. Wo ich noch nicht so ganz verstehe, woran das liegt. Aber wahrscheinlich bin ich zu doof. Wahrscheinlich liegt es da dran. Ja, ja, ja. Hier liegt immer noch ein Palettenstapel. Das Feld könnten wir uns auch eigentlich mal unter den Nagel reißen hier rechts. So schön dicht am Hof. Hier runter. Wo haben wir denn da angefangen? Feld 8. Dreschen. Hallo? Auf Feld 8 hier. Ich Idiot. Bin schon auf Feld 9. Kein Wunder, dass er dann hier natürlich nichts findet. Nein, ich fange bei Feld 8 an. Ich mache es der Reihe nach. Aber ich kann ja zum Glück hier hinten rüber. Hab ja keine Gräben. Das passt dann schon. So. Eigentlich müsste ich doch jetzt auch ihm hier sagen können, Ballen wickeln ist aus, alles klar, wunderbar. Ich müsste ihm jetzt sagen können, ersten Punkt gerade anfahren, aktiviert, Abfahrer einstellen. Reinlassen. Feldarbeit. Fahrer einstellen. Ja, ich habe auch noch gar nicht gespeichert. Soll ich das mal eben machen? Speichern. Zack. Boah. Das geht mir schon wieder
schon wieder sehe, dass der Case Puma schon wieder durchdrehende Reifen hat, kriege ich ja schon wieder, kann ich schon wieder durchdrehen. Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Und wieso fährt er sich jetzt hier wieder ein Wolf? Verstehe es nicht. Will mir nicht in den Schädel. Ich meine, dafür heizt er ja auch wie so ein Geisteskranker, ne? Da heizt er dir auch mit 20 km/h hier übers Feld. So, wo ist mein Xerion? Da. Mal wieder ein kleines Foto machen. So, da ist er. Brauchen wir dann später, dann müssen wir uns dann vielleicht auch noch einen von kaufen. So, wo sind wir hier? Auf welchem Feld sind wir? Auf Feld 33. Wo ist das Landei? Oh Mann, ey. Kann doch nicht wahr sein, oder? Oh ne. Gerst ist zu 100% voll. Okay, der fährt. Ja, der fährt auch. Ja, hier läuft doch irgendwas ganz, ganz komisch. Und hier jetzt erstmal abtanken. Vollhorst. Irgendwas ist hier mit den... den Wendekreisen oder so, weiß ich nicht, was er hat.
Hey. Wäre voll toll, wenn du jetzt mal endlich abfahren würdest. Vernünftig. Bin ich gerade ganz gewaltig auf dem Sender. So, der auf Feld 12. Ja, er fährt hier auch nur im Kreis. Ey. Ich drehe hier echt am Rad. Boah. Also der Case Puma geht mir auf den Keks. Der hat ständig, ich weiß nicht warum, er ständig wieder auf irgendwelche Ballen rauffährt. Aber genauso wenig weiß ich, warum das hier alles so scheiße läuft. Ey. Boah, gehst du mir auf den Sack hier, ey. Ja, wer auch sonst. So, wo ist mein Case? Da. Macht der auch für riesen... umständliche Wendemanöver, ey. Das ist unglaublich. Ja, Landei. Klar. Vielleicht nicht der beste Kurs, aber mit Sicherheit auch nicht so beschissen, wie ihr das hier mal darstellt. Das ist unglaublich. Ja, auch wenn euch das trotz dieser ganzen Cosplay-Probleme gefallen hat, dann lasst mir einen Kommentar und dann lasst mir ein Like, abonniert mich. Ja, vielleicht wisst ihr auch, woran es liegt. Gut, klar, ich benutze eine Developer-Version von Cosplay. Ich gucke gleich tatsächlich nochmal nach. Das ist jetzt hier die letzte Folge dieser Session. Ich gucke gleich erstmal nach, ob es denn vielleicht schon eine neue Version gibt, die ein bisschen sanfter läuft, ein bisschen besser.
Ja. Und über einen Besuch morgen, wenn ihr morgen wieder zuguckt, am Dienstag, würde ich mich natürlich auch noch viel, viel mehr freuen. In diesem Sinne sage ich dann erstmal Ciao.